YouTuber, liebe Minecrafter, liebe Abonnenten, hier ist wieder NetPilgrim auf dem Roots of Fun Server. Yay! Woo! Ich bin auf dem Spawnbaum. Guck mal, ich kann die Höhe, Haha! Und, liebe Abonnenten, das ist jetzt natürlich extra für euch. Ich merke, wie sich eure Zahlen immer weiter der 100 nähern. Und deswegen dachte ich, wird es Zeit für ein paar kleine Änderungen. Und ihr könnt es sehen, ich spiele auf Far. Ich habe mir neues Equipment besorgt. Auf diese Weise könnt ihr jetzt hier... Oh, genießt hier mal die Aussicht. Ich fliege gleich rum. Toll. Auf diese Weise könnt ihr jetzt hier wunderschön hier die Landschaft betrachten. Ich natürlich auch. Und es gibt noch eine kleine weitere Überraschung extra für euch. Meinen gesamten Kanal betreffend. Die gibt es aber erst, wenn ich dann auch wirklich die 100 Abonnenten erreiche. Also ein paar dürfen es noch sein. So, dann für alle Servermitglieder und vielleicht auch für die Zuschauer ganz spannend. Hier in der Mitte von dem Spawnbaum, da ist ein kleines Geheimnis versteckt. Ja, hier genau. Also wenn ihr mal da wieder drauf spawnen solltet, nicht verzweifeln, sondern ab zur Mitte. Ihr dürft auf dem Weg dorthin auch, wenn es gar nicht anders geht, Blätter abbauen. So, dann stürzen wir uns mal in die World Tour, die ich heute geplant habe. Hier, Leute, schaut euch das an. Hier, das ist doch... Oh, also, ich kann mich gar nicht satt sehen. Hier mal an dem... Ah, hier können wir uns mal... Ah ja, genau, das habe ich offscreen gemacht. Ich habe hier Hopseeds gepflanzt. Auf so einer kleinen Erdplattform. Hier, da, kleine Erdplattform. Und da habe ich Hopseeds gepflanzt. So. Ach, und dieser schöne Sonnenuntergang. Ja, das hier ist unser Spawnbaum. Hier ist noch mein Obsidianturm. Da hinten seht ihr das noch völlig leere Technikerviertel. Ja, völlig leer. Dann hier mein Grundstück, genau. Dann das vom Cheron. Das vom Zerzeros. Das ist noch etwas leer. Und hier, toll. Hier geht hinten quasi der Weg hier so rum. Hier, das ist das vom Grigor. Und von Hakushi. Und das, man kann ja alles sehen. Das ist toll, ne? Das ist so genial. Man kann alles sehen. Yay! Ich sehe bis unten hin. Herrlich. Herrlichst. Oh, ich bin so begeistert. Also, ich bin so begeistert. Ich habe jetzt richtig Rechenleistung hier. Und... das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich da rein. Batsch. Weil, wie gesagt, ich möchte eine kleine World-Tour machen und die beginne ich, indem ich hier erstmal so ein bisschen in der Gegend rumfliege. Aber jetzt, wo ich weit gucken kann, ja, hallo? Ach, da ist wer dazugekommen. Oh, hallo, guten Abend. Wie wäre es mit guter Nacht? Guter Nacht, Zwinker. Versteht das? Oh, lass es ihn verstehen! Ja, jetzt verstanden! Da kommt natürlich ein Smiley hin. So, okay, dann beginnen wir mal unsere Welttour. Also das hier, genau, das ist das Dorf. Und die einzelnen Grundstücke schauen wir uns gleich an. Das ist hier der Wagen von dem Event. Da, ich habe ihn übrigens auch noch ein bisschen modifiziert, damit er noch ein bisschen hübscher wirkt. Habe ich noch so ein paar Kisten unten drunter gepackt. Und hier ein paar Karten und Fässer und habe die Kasse dann mit dem Trichter an eine Void Chest verbunden. Das heißt, die entleert sich gerade selbstständig. So, das hier ist hier unsere Wasserfallhöhle. Wasserfallhöhle. Da entsteht hier unser Wasserfall. Nehme ich gerade mal hier. So. Ja, hier, Wasserfall und so. Ja. Ja, nicht? Die habe ich noch im Kreativmodus gemacht, genauso wie ja hier das Dorfzentrum. Und ja, dann haben wir hier Steppe. Toll. Richtig toll. Und hier richtig schick. Berg und so und oi, das ist ja der Hammer hier. Jungs, Leute, Hammer. Hier, Steppe. Oh, da ist sogar ein Ozean. Cool. Nee, so ein See. Auch nicht schlimm. Trotzdem, ist egal. Hübsch.
Ah, ein Silverwood. Halber abgebaumt. Halber abgebauter Baum. Hab ich Glück auf meine Axt? Nee, hab ich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. So, dann haben wir... Wow. Wow. Toll. Toll, 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 toll. Dann haben wir hier ein sehr bewaldetes Grundstück. Nicht schlecht. Also hier noch zwei leere Magiergrundstücke, die ich schon mal vorsorglich angelegt hatte, damit einfach die Auswahl da ist. Dann haben wir hier... Ja, irgendwie... Also ich habe Minecraft jetzt 4 Gig zugewiesen. Aber... Ja, es ist mir auch schnell genug, also meistens so zum Zeigen, gut, ich hätte es vielleicht dann doch mal für heute mal raufschrauben können, aber ich habe ja noch Potenzial, ich habe noch Potenzial. Genau, also hier haben wir noch Ausgleichsgrundstücke, dann haben wir hier so eine richtig schöne Felsformation, hier schaut euch das an, hier richtig schön, und da landen wir mal, so, hier Felsformation, herrlichst. Herrlichst, das ist doch hier. Ach, eine Augenweide. Eine Pracht. Eine Pracht. Bam. Ja, also hier, von dem Grundstück aus hier, wer sich das hier irgendwann mal schnappen und krallen wird, der hat eine herrliche Aussicht hier auf hier die ganzen Bergformationen. Und dann habe ich schon mal in der Ferne da hinten bemerkt, dass da irgendwo war dann noch ein Redwood-Baum. Irgendwo da hinten war dann noch ein Redwood-Baum. Den schnappen wir uns natürlich auch mal. Den müssen wir auch mal hier uns anschauen. Ach, hier einfach diese wunderschöne Landschaft. Dann einfach mal landen. Da auf dem Baum. So. Herrlich. Hey, lad mal zu Ende. Ja, auf, komm. Hätte ich doch mehr nehmen sollen. Naja. Naja. So. Kuh. Oh, was ist denn unter der Kuh? Da ist was Blaues. Mhm. Ah. Oh, oh, ja. So eine nehme ich gerne mit. Bluebells. Ja, schick. Nehmen wir mit. So, hier. Da. Redwood-Baum. Nice. Noch mehr Berge. Noch mehr Dinger. Wüste. Ressourcen. Oh, Redwood-Baum. Nice. Wüste. Ja, da haben wir hier... Moment. Was sind das? Was sind das für komische Formationen hier? Auf der Karte sehen die total eckig aus. Oh, ein Dorf haben wir auch. Cool. Cool. Ein Dorf. Oh, ah, das habe ich bei Higuchi gesehen. Da haben die hier die Dorfbewohner hier oben gesammelt. Damit die da gesammelterweise sich schön nicht verloren gehen. Ne? Man kommen ja hier so Zombie-Attacken und so und das ist ja nicht so schön mit den Zombie-Attacken, ne? Das ist ja nicht so schön. Auch herrlich. Also, doch so nah ein Dorf hier am... Irgendwer ist hier mit... provisorisch repariert. Oh, das aber... Und ein Dschungeltempel. Ja, alter Schwede. Das ist ja hier der Hammer. Und ein Lichtbug haben wir auch. So. Toll. Huch! Das... Ja, der macht auch Aua. Krass. Ja, wahrscheinlich ist der schon ausgeplündert. Der ist schon ausgeplündert. Der ist schon volle Kanne ausgeplündert. Volle Kanne. Ja. Nice. Ja, der ist schon volle Kanne ausgeplündert. Okay. Cool, das hatte einer geplündert, der noch, der sich noch stacken musste. Lol. Okay, cool. Und hier, was ist da? Oh, da ist ein Dschungel und... nice! Kinders, schwebender Sand. Toll. Toll. Klasse. Oh, Öl ist ja auch jede Menge. Ich glaube, das markiere ich mir mal, das Wüstendorf. Das markiere ich mir mal auf der Karte. Wobei, hier ist ja auch jede Menge Öl. Das kann man bestimmt mal gebrauchen, das ganze Öl. Oh, hier ist ein halbes Haus. Ha, lol. Bisschen verpackt, die Generierung hier. So, Minus, ne? Minus ist... Ja.
Oh, das machen wir natürlich auch so in so einem schönen Gelb. So, ja, ich nehme mal lieber kein Ü. Desert Village und mach's dafür lieber auf Englisch. Dann, weil ich da keinen Bindestrich gebraucht hätte. Naja, cool. Okay, dann fliegen wir nochmal in die andere Richtung, was uns da so erwartet. Ja, also hier, möchte ich hier mal die Umgebung abchecken hier. Voll der Checker. Wobei ich auch irgendwie, ich mir sagen könnte, ich könnte den Vorgang beschleunigen. Ich muss ja... So. Ah, witzig, da hinten ist noch geladen. Da hinten ist jetzt noch geladen und hier nicht. Spaßig. So, fliegen wir mal in die Richtung und... Oh, ich sehe jetzt hier den ganzen Turm. Ich sehe hier den ganzen Turm. Das ist der Hammer, Leute. Der Hammer. Der Hammer. Hammer, Hammer. 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 Echt. Ah, hier ist sehr viel Wald. Also die Techniker haben auch die Grundstücke, die hier noch zu uns zukommen werden. Wenn wir irgendwann mehr Techniker kriegen oder auch überhaupt mal welche. Sehr waldig. Okay. Ja, also hier geht es richtig fett mit Wald weiter. Hier so ein bisschen sumpfig. Nice. Nice, nice, nice. Schick, 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 schick. Okay. Nicht schlecht. Oh. Ah, meine ganzen Wegpunkte sind sowieso weg. Das ist ja strange. Oh, oh. Oh. Saft alle. Na dann. Dann rumfliegen erstmal beendet. Und Jetpack aufladen. So, komm. So, dann schauen wir uns mal die Grundstücke an. Ne? Die Grundstücke von unseren Teilnehmern. So, ist ja schon... Ja, so. Ja, also ich meine, das Grundstück von Shigu, da gibt es ja nicht so viel zu sehen. Das ist einfach, das ist einfach leer, ne? Das hat er ausgehoben und da wird er irgendwas bauen und da oben ist irgendwas und da ist irgendwie so ein Baum und ja, viel mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sehen. Aber wir können ja nochmal hinfliegen. Ja, die Bücher da vorne sind praktisch, kann man schön über den Zaun hüpfen. So, zack. So, fliegen wir mal hin. So. Das Treffen ist gar nicht so einfach. Ha, lustig, hier ist noch so... Ja, da oben hat er hier so Maschinchen sich quasi zwischengelagert. Hier, Maschinchen. Kann man mal ausmachen. Ja, nicht? Wird hier irgendwas unten drunter bauen. Ich bin ja mal ganz gespannt. So, dann Haguchi. Die haben... Ja, hier die ganzen Bäumchen, ne? Und die haben hier vor allem... Ah, genau. Ja, perfekt. Haben sie hier den Eingang zu ihrer Base. Haben sie, glaube ich, auch schon in ihrem Video gezeigt. Also, da nehme ich auch nichts vorweg. Gehst du da runter, du Knilch? Oh, interessant. Da geht's hinter. Ja, also hier dunkle Grube. Mit Schankloder und Schild. Und, ja... Leuchtende Decke. Spiegel. Hilfe! Hä? Was? Was ist das? Okay. Also sie stehen so ein bisschen auf spaciges Design, habe ich das Gefühl. Also es wirkt so... Alles so ein bisschen verspaced hier drin. Ja, spannend, spannend, spannend. So, dann gehen wir mal runter. Fackel machen wir gleich wieder weg, aber ich will hier ein bisschen was sehen. Das ist halt hier dunkler Raum. Hier steht ein Schild. Scorpion EZ. Ja, von mir aus. Habt ihr Hoffnung, dass hier was spawnt, hä? Naja, dann. Dann hofft mal schön. Dann hofft mal schön, dass da was spawnt. Okay, und hier ist, glaube ich, die Technikabteilung. Das heißt, hier sieht man ja gar nichts. Ach, meine Güte. Aha, hier sind irgendwelche Schaltungen und Leitungen und hast du nicht gesehen? Und die finde ich jetzt hier wieder raus. So. Okay, das war die Base von Haguchi. So, dann schauen wir uns mal hier den Cheiron an.
Der ist hier auch gerade ja zugange, ne? So. Hops. Boink. Au. Aua. Okay. Nice. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein... Als würden hier Orks wohnen. Irgendwie so ein rauchender Baumstumpf und so leuchtende gelbe Bäume drumherum. Das wirkt so ein bisschen orkisch. Genau, dem seine Base kennt ihr auch schon. Das ist hier, da sag ich mal hallo. Hallo. Komm mal, mache gerade World Tour. Vielleicht sagt er ja was. World Tour. World Tour, so. Winke, winke. Winke, winke. Winke, winke, winke. Winke, winke. Ja, hallo, da bin ich. Buhu. So, ja, also hier, Kisten. Und Schlafzimmer. Oh, sieh an, sieh an, sieh an, was er hier schon gefunden hat. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aha, also das hat auch schon Neverwarzen, hat er sich auch hier schon, beteiligt. Ja, hier hat er eine Farm. Nice. Nice, nice. Sieht spaßig aus mit den Kürbissen. Ja, aber Kürbissen ist ja so, ne? Ne, ne, ne? Ah, und hier unten. Tu dir keinen Zwang an, schau dich ruhig um. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Oho. Aha. Spannend. Spannend. Ah, da kann man hier mal, sich mal hier, glaube ich, mal draufstellen. Und, ach, das mit dem Fliegen muss ich noch üben. Ah, so. Ah, ja. Vier Spawner, wahrscheinlich dann entsprechend mit... Au. Boing. Ah, okay. Lootkiste. Aha. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass sowas ein, was denn? Mano. Schneller. Schneller nach oben. Boing. So. Das hätte eher erwartet, dass... Oh, da oben hat er schon Glowstone in die Decke getan. Ist mir alles so ein bisschen dunkel. Ach ja. Video Seconds. Dann. Ach, viel besser. Jetzt sehe ich hier wenigstens mal was. Okay, cool. Ja, nice, nice, nice. Oh, Chicken Farm hat er. Oh, was ist denn das? Arcan Alembic. Arcan Alembic. Noch ein Arcan Alembic, was auch immer das ist. Chest, ja, klar, Truhe. Oho. Oh, nice, nice, nice. Toll. Toll. Kuh mit Kaktusfarm. Kuh passt auf die Kaktusfarm. Ah, genau, das ist das. Und dann geht's hier. Hilfe. Der Zaubertisch hat er auch schon hier. Meine Güte, der ist ja hier schon richtig hier dabei. Und hier geht's raus, ne? Genau, hier geht's in den Garten. Da Chicken Farm. Chicken Farm. Hier geht's in den Garten. Kuhfarm. Ah, hier geht's einfach wieder so raus. Aha. Smoking Block. Ja, okay. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Dann schauen wir uns mal weiter bei den Magiern um. Was hat denn der liebe Sir Zeros? Nix. Ist hier irgendwas? Ah, ein Gang. Wow, Killer Zombies! Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Ha, ha, hab ich mich erschrocken. Boah, hab ich mich erschrocken. Okay, ja, aber ich glaube, mehr hatte der nicht. So, schauen wir uns mal bei dem Gregor um. Der hat eine Spinne. Hä? Ah, da hat er noch eine Spinne. Oh. Und ein Skelett hat er auch. Was hat er alles hier für Haustierchen? Hallo. Nee. So, es war fein. So. Habe ich was zu essen dabei? Hm, das da war. Boah, warum habe ich so viele Fledermauskrallen? Krass. Krass, krass. So, ja. Das ist mehr eine Ruine als ein Haus. Ja, der echt hier so. Achso, das soll wahrscheinlich eine Terrasse werden, ne? Also der hat irgendwie noch. Ist noch relativ am Anfang hier. Ist ja auch. Ist nicht ganz unser jüngstes Mitglied. Ist das zweite. Also das zweitfrischeste Mitglied. Ja, das ist, genau, der... Das wollte ich vielleicht auch nochmal zeigen. Das ist vom Shigu. Der hat hier irgendwie so ein... Ja, Force-Wood-Block und... Uah! Ach komm, gehen wir mal runter. Platsch. Boah, bis zum Bedrock. Bis zum Bedrock. Wahnsinn.
Das ist interessant, ne? Kann fast wie so eine Ameisenfarm betreiben. Macht ihr eine Glaswand, da kann man hier so den Möpsen da zuschauen, wie sie da so lustig, fröhlich vor sich hin. Genau, Hakushi hatten wir schon. Ist das rosa Weide, ne? Lol. Fehlt noch wer? Den Eventwagen hatte ich, den Keron hatte ich. Nee, ich glaube, ich habe alle. Ich glaube, ich habe jetzt alle. Das heißt, die World Tour ist fertig. Ist jetzt gar nicht so lang geworden, wie ich gedacht habe. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Ist ja auch gar nicht so schlimm. So, ja, Baum ist klar. Wobei, was ich mir noch angucken kann, sind die Teleportationsbrunnen mit Umgebung. Vor allem, da ich ja erstmal das Stadtzentrum markieren, damit ich eine Himmelsrichtung weiß. So, hier ist das Stadtzentrum, nochmal mal Minus. Ja, die ganzen Waypoints sind natürlich jetzt alle weg. Das ist jetzt natürlich doof. Das machen wir mal so ein bisschen dunkelgrün. Auch noch ein bisschen dunkler. So. Einfach nur spawnen, ne? Spawnen. Dann. Ey, ich sterbe. Ich will nicht sterben. So, dann. Ah, doch, da ist Brot. Ha, hab ich doch was zu essen dabei. Da ist Brot. Yay! Yay! Hopp, 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 hopp. Und noch eins. So, dann gehen wir jetzt Richtung da. Das ist ein Sumpf. Hopp. Okay, jetzt bin ich im Osten. Das ist also der Brunnen Ost. Also, Minus Brunnen Ost. Blau ist okay. So, umschauen. Nice, nice, nice. Oh, ein. Aha, ja. Mhm, klar. Das, nehmen wir doch klar gerade mit. So. Und hier sind ein paar. Aha, spannend, spannend. Okay, okay. Ja, 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 ja. Au. Okay, spannend, spannend. Ja, Sumpf, klar, ne? Sumpf, okay. So, dann gehen wir zurück. Wusch. Das war der Sumpf in die Richtung. Dann die Wüste. Hopp, hopp, rein. So, dann setzen wir hier gleich auch mal den Punkt. Minus. Das ist Brunnen West. Und auch den machen wir blau. So. Okay, oh, oh, nice, oh, 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 ja, da, also das mit der Render Distance, da hat mir echt was gefehlt, da hat mir echt was gefehlt, also mein lieber Scholli, so, zack, den auch mit, ich könnte mir eine Kiste machen, wo ich die rein, das ganze Zeug reinpacke, ja, wahrscheinlich, oh, Leute, nice, oh, alles voller Möpse. Mein lieber Schwan, alles voller Möpse. Da könnten wir sogar noch ein bisschen Action machen. Könnten wir. Müssen wir aber nicht. Komm, Kiste. Hinsetzen. Den ganzen Mist hier ausleeren. Meine Güte, ey. Ist ja hier. Ah, ich habe sogar meine Eisenkiste dabei. Ja, lol. Hätte mir gar keine Kiste machen müssen. Naja, jetzt habe ich eine. Egal. Ich räume mich jetzt nicht mehr aus. Also zumindest nicht jetzt on screen. So. Also hier, Wüste mit Öl, da hinten ist das Wüstendorf und, ach, ist es der? Ist das der Redwood-Baum, der hier so, ja, ich glaube, das ist der, den ich hier, ja doch, wenn da das Wüstendorf ist, oder? Oder, oh, höher komme ich nicht. Oh, der ist aber, der ist höher als unserer, Schweinerei, unserer soll der höchste sein. Unverschämt. Huch. Oh, das war jetzt so gar nicht beabsichtigt. Ist der im Schutzgürtel? Nee, Schutzgürtel ist außerhalb. Gott sei Dank. Den markiere ich mir einfach mal Redwood Tree. Einfach just for fun. Auch in grün. So, dann. Okay, das wäre das gewesen. Da ist der Brunnen. Ach ja, das finde ich immer so Hammer. Eine Grenze zwischen Wüste und Dschungel. Die Bäume, die sehen so krass aus da. Immer so dumpf. Klasse, echt klasse. So, dann ab in den Wüstenbrunnen. So. Toll. Das ist echt, also... Ich sehe, was auf meinem Server los ist. So, ah genau, da geht's in den Dschungel. So.
Das markieren wir uns auch direkt als Brunnen. Schauen wir auf die Karte. Süden. Brunnen Süd. Und blau, perfekt. So. Was ist das? Ah. Ja, und ich kann hier, guck mal, ich kann mit durchsichtigen Blättern spielen. Ist das nicht nice? Nice, nice, nice. So, genau, das ist der Brunnen. Der Dschungel. Toll. Okay. Klasse. Klasse. Boah, kann man so weit gucken. Das ist echt der Burner-Hammer. Also wenn es ein bisschen gerendert hat, aber oben auf der Karte sieht man es auch schon. Toll. Oh, das ist ein spannendes Holz hier. Amaranthwood. Nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Nice, nice, nice. Das? Was ist denn das? Lichtbug? Ja, ich glaube, es war nur ein Lichtbug. Das ist nur ein Lichtbug. Lichtbugs kann man nicht mitnehmen. Toll. Echt toll. Oh, bin ich schon so weit geflogen. Und in Süd, West, Ost. Ja, fehlt nur noch Nord. Klasse. Oh, ich habe echt weit geflogen jetzt. Toll. Ich sehe was. Ich sehe was. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Aber ich glaube, eine Sache muss ich dann doch noch machen. Gleich zum Abschluss mich auch mal im Twilight Forest umschauen. Weil da habe ich ja auch, relativ blind letzten Endes rumgelaufen. Habe ich noch, ich habe nicht mehr so viel Saft, aber es reicht noch. So, ich muss noch in, ja doch, genau da rein. In die Richtung. Den habe ich nämlich noch nicht. Das ist dann der Brunnen Nord. Brunnen Nord. Nicht türkis, blau. Danke. So. Okay. Ja, hier ist sumpfig. Oh, bergig. Okay. Oh ja, hier sind einige Gummibäume. Hier ist richtig alles voll mit Gummibäumen. Genau, deswegen hatte ich das ja auch als Gummibaum-Markierung genommen. Oh, geht mir da der Saft aus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, okay. Oh! Jetzt muss ich mal gerade gucken. Brunnen Ost, Brunnen Süd ist da. Brunnen Nord ist da. Das heißt, ich befinde mich hier außerhalb des Schutzgürtels. Das bedeutet, der Spawner ist mir. Oh, jetzt auch mal hier beeilen. Schneller. Boah. Boah. Das dauert ja ewig. Irgendwie kann es sein, dass die Teils schneller sind als der Obsidian selber. Oh, oh, es hat gerade gepulst. Ah, Gott sei Dank. Und Spawner. So, mal kurz reingucken. Aha. Ja, egal. So. Und die müssen wir jetzt nicht mitnehmen. So, ist es dann auch noch außerhalb vom Schutzgürtel, wenn das der Brunnen Nord ist und Brunnen Süd, wo ist Brunnen? Ah, nee. Das ist wahrscheinlich jetzt, ja gut, nee, der ist ja hier so. Hm. Ist die Frage. Egal. Ist ja nicht so wichtig. Ist ja nicht so wichtig. Ist ja nicht so wichtig. Ach ja, genau. Spawner dürfen sowieso mitgenommen werden. Nur mal nebenbei. Ich hatte nämlich der Chico gefragt, hat irgendeinen Spawner gefunden, der unter der Straße ist. Das ist dann okay. So. Endwiss. Nice. Okay. Dann noch ein letztes, zuletzt in den Twilight Forest. Dazu muss ich mich ausleeren. Also ein bisschen Spawner kann ich mal raustun. Die Spawner-Kiste. Wir haben einige Wiss. Dann können wir da dazulegen. So. Die Truhen tun wir mal hier in die Beutekiste. Zack, zack. Und das Holz tun wir in die Holzkiste. So. Dann begeben wir uns in den Twilight Forest. Aber halt, nee, doch, vom Spawn. Da, wo das Portal ist, um einfach mal uns umzuschauen. Weil ich habe irgendwie beim Charon gesehen, dass da so ein Gastturm ganz in der Nähe ist. Und der hat auch schon die Hydra gefunden. Also mein lieber Schwan hier. So, habe ich... Oh, ich habe kaum noch Saft. Huch, ja, das ist natürlich immer doof. Ich will nicht zurück ins Portal laufen. Da ist das Portal. Jetzt ein Schritt rückwärts. Okay, sehr gut. Ich habe keinen noch Saft, aber es reicht noch ein bisschen. Oh, was ist denn das?
Dann eine Erdsäule gebaut. Witzig. Okay, stellen wir uns mal hier drauf und lassen mal ein bisschen generieren. Oh, da ist Schnee. Genau. Ach, da kann man auch... Oh, toll. Da kann man diese schönen großen Bäume sich betrachten. Und da sieht der Twilight Forest mal so ganz anders aus. Ah, das ist das Labyrinth, was ich mir geschnappt habe, ne? Das ist, ist geplündert, oder? Ja, da fehlen die Spawner. Es sind aber Kisten da. Und die habe ich ausgeräumt, ne? Genau, da habe ich irgendwie nur so einen Kram drin gelassen, der unwichtig war. Ja. Ah, hat ganz schön viele Kisten, so ein Labyrinth. Oh, das können wir doch mal mitnehmen. Ah! Ist das meiner? Ist es der, den ich gefunden habe? Wahrscheinlich, ne? Weil der ist so nah. Der ist so nah. Das ist bestimmt der, den ich gefunden habe. Andererseits ist es hier so dunkel. Was ist ein Enderman? Okay. Spannend, spannend. Ja gut, aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aha. Jetzt laufe ich hier im Kreis. Verdammt. Ne, von da kam ich. Und da kam ich. Ja, da geht's raus. Eine fangen wir wieder mit. So. Toll. Toll, toll, toll. Ja, also das heißt, ihr habt jetzt ein bisschen hier... Was ist denn das zur Hölle? Was ist denn... Oh, ich glaube, ich habe fast keinen Saft mehr. Huch, Hilfe. Okay. Lustiger Baum. Au. Toll. Toller Baum, noch ein toller Baum. Ja, also da kann man hier mal richtig was sehen und von daher... Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, boah, das ist so toll. Ah, jetzt ist mir der Saft ausgegangen. Okay, alles klar. Gut, da ich keinen Saft mehr habe, würde ich auch sagen, kann ich die Folge dann noch beenden. Cool. Ihr habt so ein bisschen jetzt auch mal gesehen, wie es auf dem Server aktuell aussieht, wie die aktuellen Mitspieler so sind. Und ich habe es vor allem in Renderlist's Far gesehen. Das finde ich ja noch am geilsten. Endlich, endlich. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss.